Ahoi Kapitäne, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal der Prinz Eitel Friedrich, dem deutschen Schlachtschiff auf Tier 6, im Herrschaftsmodus gefahren. Die Prinz Eitel Friedrich, hier ist sie. Ich bin immer so ein bisschen unentschlossen, ob ich sie gut finden soll oder nicht. Die Streuung ist, naja, es geht so. Also wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte auf die Pause-Taste klicken. Gleiches gilt hier für den Kapitän, ist ein 19er drauf, ist auf Überleben geskillt. Man sieht's ja. Und ja, hier sehen wir jetzt das Matchmaking. Ein CV pro Seite nur, 5er, 6er, das ist natürlich schön, mal Top-Tier zu sein. 3 DDs pro Seite, 3 Kreuzer, tja, 5 Schlachtschiffe und eben ein CV. Und die Karte Meerenge. Und wir stehen hier an C, zusammen mit der Ranger. Dann ist sehr wahrscheinlich, dass drüben auf der anderen Seite der gegnerische CV steht. Tja. Trotzdem hilft das ja nichts. Wir müssen hier ran. Also Gas und Richtung C. Ja, die Prinz Eitel Friedrich. Also, ich finde die Streuung erstaunlich, sage ich mal. Für ein deutsches Premium-Schlachtschiff sind doch relativ viele Salven dabei, die wirklich irgendwo ins Nirvana gehen, gefühlt. Allerdings gilt eben auch hier, wenn man dann ranfährt, dann kann sie natürlich auch mal austeilen. Und, naja, genau, das wollen wir mal machen. Da hinten ist die Furious. Oh, wie gerne hätte ich jetzt einen Reichweitenflieger. Naja. So, wie sortiert sich's denn? Unser Farragut ist unterwegs in Richtung B. Im Flugzeugträgerspiel alleine. Na gut, kann man versuchen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, T-22 wird da schon angegangen. So, jetzt kommen wir langsam aber sicher in Schlagdistanz. Also Exeter, der fährt genau auf uns zu. Nicht so ein schönes Ziel. Die Murmansk ist ein bisschen besser. Auf DDs schießen, tja, ist halt schwierig. Also auch wenn ich die Icarus hier sehe, aber bei 12 Kilometer ist die Streuung einfach, ja, okay, 2-1. Na, da ist also nicht viel zu wollen mit der Prinz Eitel Friedrich. Kongo kommt hier auch ran. So, mein Team ist so ein bisschen hier hinter mir. Lässt mich also gerne nach vorne. Okay. So, mal sehen auf die Kongo. Wow, nicht ein Treffer. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich ein bisschen wegdrehe. So eine Murmansk hat 8 Kilometer Torps. Au, Giulio, das geht aber noch. Damit kann ich leben. Und ich will dem natürlich jetzt nicht in die Torps fahren und schon gar nicht überhaupt in Torp-Reichweite kommen. So, da kommt der CV. Murmansk, ja, knapp 5000. Ui, das ging komplett daneben vom CV. Was ein Glück. So, hier vorne kommt jetzt gleich die Kirov. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber, ja, das müsste reichen. So, Murmansk dreht da hin und her. Ja, dreht auch wieder zurück. So. Den Moment des Drehens mal abwarten. Ja, das passt doch ganz gut. No, okay, 6-6. So, der Murmansk geht es jetzt gar nicht mehr gut. Oh, da fliegt reichlich HE. Oh, und wenn ich sehe, dass das die Fuso war, der ihn rausgenommen hat, dann scheint unsere Fuso hier HE zu schießen. Oh je, Mini. So, Kongo zeigt ziemlich Breitseite. Dann versuchen wir doch mal unser Glück. So, Kongo. Ja, 13-7. So, und jetzt werde ich hier durch den Kartenrand nach vorne drehen. Andersrum wäre mir das jetzt einfach zu lang und außerdem kann ich ja von hier aus auch wunderbar jetzt mit allen Geschützen noch auf die Gegner wirken. Unter anderem vielleicht jetzt hier auf diese Queen Elizabeth. So, jetzt haben die anderen ihre Nicholas verloren. Unser Farragut hat da in B
Ja, jetzt haben wir unsere Farragut also auch verloren. Die Exeter hat die rausgenommen. Okay. Wir haben A gecappt. Die anderen haben C. Cappen jetzt B. Aber wir sind noch leicht in Front. Mal gucken, wie das hier weitergeht. So, Queen muss da gerade fahren, weil die Torps kommen. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was werden. So, was macht ihr da hinten? Ja, Fuso macht das, was die Fuso nicht machen sollte. Kämpft auf Max-Range. So eine Fuso ist, wenn man ranfährt, so stark. So, Giulio. Stehst du da einfach? Kongo fährt weg. Ne, der dreht jetzt auch ein bisschen raus. Ein bisschen höher halten. So, und jetzt muss ich einfach mal sehen, dass wir hier in Richtung C auch fahren. Die anderen haben jetzt zwei Caps. Das ist nicht gut. Denn da machen sie jetzt reichlich Punkte. So, CV fliegt mich hier an, oder was machst du? Doch, nö, jetzt fliegt er gar nicht mehr. So, da die Queen Elizabeth. Das ist das Ziel, was ich am härtesten treffen kann von hier aus. Boah, die 2000 sollst du haben, Kongo. Denn die anderen fahren ja alle weg und der fährt einigermaßen breitseitig. Aber der kriegt jetzt auch wirklich von allen hier. Na. Ja, bevor es einschlägt, ist die Queen Elizabeth raus. Sehr schön. Jetzt haben die anderen also drei verloren. Wir haben immer noch nur den einen verloren. Wir sind 100 Punkte vorne. Haben aber nur ein Cap. Und die anderen haben sich da relativ gut in B positioniert. Mit zwei Schlachtschiffen. Ja, so ein bisschen. Mal gucken. So, Giulio. Das ist jetzt so eine Entfernung, wo ich sage, Prinz Eitel Friedrich ist dann... Oh, die Furious. Ja, ein Abpraller auf die Giulio. Also das ist so die Entfernung, wo ich bei der Prinz Eitel Friedrich einfach festgestellt habe, da macht man nicht viel Schaden. Aber auf so einem Flugzeugträger dann vielleicht ja doch. Trotzdem können wir natürlich ranfahren. Wir wollen ja in C. So, und das ist so aus, als wenn der jetzt langsam aber sicher vorwärts will. Ja, 3,5. Jetzt haben wir auch schon 3 verloren und sind aber auch schon, zack, plötzlich 120 Punkte hinten dran. So, Furious. Na, drehst weg, ne? Du willst doch jetzt weg. Gib bestimmt Vollgas und dreht raus. Jo, und da schlägt's mal bei ihm ein. 2 Treffer auf die Zitadelle und weg ist die Furious. Ja, das ist natürlich sehr gut, wenn nur ein CV im Spiel ist und der dann raus ist. So. Können wir jetzt hier durchcappen? Irgendwie einer, zwei zielen. Oh, und da kommt eine Graf Spee. Ja, dann nehmen wir uns doch die Graf Spee, die ja schön breitseitig fährt. Ja, Giulio, darfst du. Kein Problem. So, und da gibt es dann für die Graf Spee mal einen auf die Zita und dann hat er nur noch 1687. So, und jetzt muss ich natürlich hier irgendwie gucken. Ja, oh, und immer trifft einer und setzt das zurück. Komm, Dennis, fahr hier mit rein, dass wir zu zweit cappen können. So, Graf Spee will wieder weg. Ja, dann gibt es einen mit dem vorderen Turm. Tja, und auch da gibt es nochmal einen auf die Zitadelle und weg ist die Graf Spee. Das war ein kurzer Ausflug hier zu C. Hinteren Türme nochmal auf die Kongo, 1050. So, ja, und der trifft wieder mit einer Kugel. So, ich fahre jetzt hier nicht raus, ich will dieses Cap haben. Unsere Dallas ist Gott sei Dank mit reingefahren. Also selbst wenn sie mich anschießen, ach, schon wieder. Na, jetzt in 5 Sekunden sollten wir das doch haben. Na komm. Ja, jetzt haben wir C, aber die anderen haben jetzt A.
Wir haben 3 verloren, die anderen haben 5 verloren. Wir sind leicht in Front. Geht immer hin und her hier. So, Kongo. Na, dann wollen wir mal gucken. 6 Kilometer. Ja, 10.000 ist okay. Die Frage ist, wo ist diese Icarus? Und hat diese Icarus möglicherweise hier schon Torps raufgeworfen? Also in meine Richtung. Nee. Scheinbar ist diese Icarus in Richtung Ranger unterwegs. Na, wollen wir mal gucken. Dass wir hier vielleicht nochmal einmal auf die Kongo. Ja, jetzt dreht er ein bisschen ein. Sehr schön. Na. 5-2. Das ist jetzt nicht wirklich schön, aber okay. Von dem ist nicht mehr viel da und da holt die Ranger sich auch die Kongo. So, und die Icarus gegen unsere T. Ja, der sollte doch eigentlich damit der T jetzt problemlos machen. Wenn ich sehe, dass da schon wieder Torps laufen, ist das übel, weil der hätte von vornherein gleich schießen können. Dann wäre die Icarus schon raus. Jo, jetzt ist sie raus und meine Salve ist auch raus. Also, der war für die Katz mehr oder weniger. So, wie sieht's denn aus? Wir sind noch 7, die anderen sind noch 5, aber wir sind hinten dran. Und ich werde unsere T mal anpingen, dass der B cappen soll. Denn das ist jetzt das, worum es geht. Wir müssen ein Cap noch holen. Wir brauchen 2. Oh, die Exeter, 18 Kilometer weit weg. Muss ich relativ weit vorhalten und nee, dann wird das auch nichts. Und da ist die Hatsu mit aufgegangen. Okay, also Hatsu Haru ist in B. So, jetzt haben wir unsere Königsberg verloren, weil der wohl verzweifelt versucht hat, die Giulio zu torpen. So, also jetzt schieße ich dann natürlich auch auf den DED, weil wenn der jetzt raus ist, dann ist eine der größten Gefahren hier weg. Und, oh nee, da dreht er da raus, weil er angegriffen wird vom CV. So, und jetzt sieht man ihn auch nicht mehr. Was macht die Fuso? Full HP noch. Tja, dann. So, ich werde jetzt hier mal abbremsen. Weil so eine Hatsu Haru sollte man nicht unterschätzen. Und ich denke mal, der wird seine Torp schon rausgehauen haben. So, da ist die Hatsu wieder. Und fährt weg. Ja, dann würde ich sagen, hat der seine Torps hier schon in unsere Richtung geschmissen. Also da muss man dann echt einfach einlenken. So, Hatsu. Nee, jetzt ist die Hatsu wieder weg. Na komm, dann gibt es einen für die Texas. Und da war die Hatsu wieder. Naja, war aber auch gleich wieder weg. Acht, sechs. Wow. Wir sind jetzt auch nur noch zu fünft. 5 gegen 5. 250 Punkte hinten dran und da ist die Hatsu Haru wieder. So, Hatsu, jetzt. So. Und volle Salve raus. Jo, da haben wir die Hatsu und das war jetzt wirklich wichtig. Auch wenn wir punktetechnisch immer noch deutlich hinten dran sind. 200 Punkte. Aber sie haben kein DD mehr. So, und ja, nun heißt es hier einfach mal ein bisschen ranfahren. Das sind zwar 2 Schlachtschiffe, aber jetzt kann ich ranfahren. Denn jetzt kommen da keine Torps mehr aus dem Nebel oder sonst woher. Na, und das? Oh, 6-9, okay. 220 Punkte hinten dran. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich ja, wenn ich da ranfahre, den anderen beiden in dem Moment Breitseite zeigen muss. So, und solange mich jetzt 2 aufschalten, ist es gar nicht so weiter wild. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Bayern und die Texas sind. So, Bayern bleibt auch fast stehen. Ja, dann. Oh, jetzt waren es gerade 3. Das ist jetzt nicht so schön. So, 8,5 auf die Bayern. So, und jetzt schön hier anwinkeln. Das Problem ist, ich kann auf die Exeter nicht anwinkeln. Aber ich winkel lieber auf 2 Schlachtschiffe an, als auf einen Kreuzer. So, und ran da. Denn ich brauche jetzt meine Sec. Der muss jetzt ein bisschen mithelfen. So. 4-7 und den Großkaliber. Ja, und jetzt ein Brand. Das ist jetzt nicht schön. Ja, meine Sec, das ist jetzt wichtig, dass die Sec einfach mithilft. Es geht für mich jetzt eigentlich nur darum, diese beiden Schlachtschiffe so weit runter zu schießen, dass meine Verbündeten die problemlos rausnehmen können. Aber ich denke mal, diese Bayern,
Müsste ich jetzt haben. Jo, da ist es soweit. So, bei der Texas ist das natürlich jetzt so eine Sache. Ich habe nur noch 10.000, der hat 31.000. Aber er ist eben in Secondary-Reichweite, wenn es mir gelingt, den anzustecken. Und ihm vielleicht nochmal ordentlich einen zu verpassen. Und die Exeter kommt jetzt hier hin. Das ist... das ist jetzt... Der hat nämlich auch Torps. So, da gibt es nochmal 10.000 in die Seite. Und den Unterstützer gibt es dafür. Ja, und die Secondary arbeitet. Und da haben wir ihn in Brand gesteckt. Sehr schön. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Aber den Brand hat er wahrscheinlich gerade gelöscht, würde ich sagen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als wenn wir ihn jetzt nochmal in Brand stecken können, hat er erstmal einen permanenten Brand. So, wo ist diese Exeter? Wo ist die Exeter? Wo kommt der raus? Ja, weiß ich nicht. Also dann muss ich wohl doch erstmal jetzt auf die Texas. Ich hatte jetzt auf die Exeter gewartet, aber dann haue ich nochmal 5.000 in die Texas. Da hinten kommt die Exeter raus. Tja. Das sind die letzten beiden. Es ist jetzt 4 gegen 2. Okay, also dann werde ich jetzt einfach alles riskieren. Der Texas nochmal ordentlich einen mitgeben. So, jetzt brennt sie auch wieder. Und ja, dann muss ich halt auch der Texas ein bisschen mehr Breitseite zeigen, als ich eigentlich möchte. Aber da sind nur noch 2.000. Ja, da kommen die Torps von der Exeter. Oh, aber die kommen gar nicht mehr an, weil die mich auch schon so rausschießt. Aber ja, jetzt holt sich die Fuso die Texas. Schade eigentlich, der wäre runtergebrannt, hat man ja gesehen. Das wäre jetzt die Krake gewesen noch. Aber na gut, okay. So, unsere T22, Cap B. Nee, Cap B nicht. Fährt da raus. Wow. T, also jetzt gegen die Exeter. Alter Schwede. Na, guck mal, da kommen schon die Torps von der Exeter. Wir gucken uns das mal aus einem anderen Blickwinkel an, würde ich sagen. Ja, da laufen auch die Torps von der T. Nee, nicht zum CV. Da wollen wir hin. So, und triffst du ihn? Jo, da hat er die Exeter und dann ist das Ding jetzt auch durch. Das waren 166.167 Schaden bei 82 Zieltreffern. 8 Flugzeuge haben wir abgeschossen, ein Ausfall erzeugt, 4 Schiffe zerstört, 2 Brände gelegt, 4-mal die Zitadelle getroffen, eine Eroberung unterstützt und 54 Treffer mit der Secondary. Wir haben den Unterstützer bekommen und den Großkaliber. Ja, also wenn man ranfährt, kann man mit der Prinz Eitel Friedrich doch ganz ordentlich austeilen. Aus der Entfernung geht's nicht so gut. Wollen wir schauen, Teamwertung 2151 Basiserfahrung, Platz 1, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und dann gucken wir nochmal in die genaue Auswertung. Also die Bayern haben wir versenkt, die Furies haben wir versenkt, Graf Spee haben wir versenkt und die Hatsu haben wir versenkt. Texas nochmal 40.000 abgenommen, Kongo 30.000 und so weiter. Potenzieller Schaden 1,9 Millionen fast. Das Ganze hat jetzt hier 16 Minuten 15 Sekunden gedauert, also genau 14. Und wir sind 52 Kilometer unterwegs gewesen. Naja, also ich finde schon, dass man jetzt hier ganz gut sehen konnte, dass eine Prinz Eitel Friedrich auch mit 2 Schlachtschiffen ganz gut klarkommen kann. Eben auch durch die Secondary und durch den Überlebensskill. Aber am Ende ist es natürlich ein ungleicher Kampf. Aber wir haben ihn gewonnen und alles wird gut. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal auf Twitch rein, wenn ich online bin. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib auch gerne in die Kommentare, was du von der Prinz Eitel Friedrich hältst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.